heute inshallah in dieser gesegneten Jum'a. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Jum'a gesegnet machen. Dass wir heute inshallah über die Eigenschaften des rechtschaffenen Mannes sprechen. Und ihr solltet wissen, keiner von uns, sei es eine Frau oder ein Mann, der sich von Allah und seinem Prophet entfernt, kann hoffen oder kann glauben, dass er seinen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala auf schöne Art und Weise gehen kann. Deshalb viele Männer von uns heute, die ihre Bärte wachsen ließen und ihre Klamotten kurzen ließen, haben gedacht, dass dies damit getan ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der gesagt hat zu seinen Sahaba, خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Der Beste unter euch ist der Beste zu deiner Frau und ich bin der Beste zu meiner Frau. Guck mal, wie der Prophet Muhammad sich in diesem Hadith beschreibt. Der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Frau und ich natürlich bin der Beste zu meiner Frau. Wo sind die Männer heute, die verstehen, warum man heiratet? Die verstehen, was bedeutet es, Verantwortung zu tragen für eine Frau. Das Erste, was wir brauchen, Brüder und Schwestern, und viele von euch vielleicht in seinem Verstand oder in seinen Gedanken, läuft jetzt so ein Gedanke. Ihr redet immer über die Männer. Ihr sagt immer, der Mann, der Mann, der Mann. Was ist mit den Frauen? Ich kann dir sagen, die meisten Frauen, und das ist meine Erfahrung, und Allah Shahid, dass die meisten Frauen, wenn sie einen Vortrag gehört haben, wenn sie eine Ermahnung gehört haben, versuchen sie, so gut es geht, diesen zu folgen. Aber du, der Mann, viele von uns sind, hast du nicht gehört, was Abu Jibril gesagt hat in der Khutba? Hast du nicht gehört, was die Sheikh gesagt hat? Hast du nicht gehört, was er? Und er will, dass seine Frau das direkt umsetzt. Aber was ist mit dir? Deshalb, wenn wir über den Mann reden, ist derjenige, der, wenn er hört, Allah hat gesagt, sein Prophet hat gesagt, ist derjenige, der als erster sagt, ich werde es direkt umsetzen. Und das ist unser Problem heute. Die meisten Muslime haben Wissen, aber setzen es nicht um. Deshalb siehst du, wir sind ganz weit weg von dem, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelegt hat. Sallallahu alaihi wasallam verheiratet mit 9 Frauen. Aisha radiallahu anha berichtet. Rasul sallallahu alaihi wasallam, und das ist, was wir brauchen, die erste Grundlage, die Bescheidenheit. Wo ist die? Wo ist die Bescheidenheit gegenüber deiner Frau? Rasul hat seine Hemden selber genäht. Er hat den Boden gefegt. Er hat seine Schuhe selber geputzt. Aber guck mal auf der anderen Seite. Wenn gerufen wurde, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sagt Aisha radiallahu anha in mehreren Hadithen, ein davon hat sie gesagt, der ist gesprungen. Allah ruft. Und er hat das Haus verlassen, als würde er niemanden kennen. Bist du so einer? Und wenn du es nicht bist, es ist nicht traurig. Es ist traurig, wenn du meine Worte heute hörst und so bleibst, wie du bist. Das ist das Erste. Das Zweite, Rasul hat uns berichtet, dass die Frau von einem schiefen Knochen erschaffen worden ist. Im Hadith bei Bukhari und bei Abi Huraira radiallahu anhu. خُلِقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ ضَلَعٍ وَأَعْوَجُ الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ فَاقْبَلُهُنَّ عَلَى عَوْجِهِ صلى الله على النبي محمد بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. Er hat es verstanden. Er hat gesagt, die Frau ist von ihrer Eigenschaft nicht wie ein Mann. Sie ist jemand, der vielleicht heute so mit einer Laune. Akzeptiere sie so, wie sie ist. Versuch nicht, an der zu feilen, an der zu ändern. Weil ein schiefer Knochen, wenn du den gerade wegen willst, du wirst ihn brechen. Und Rasul sallam, wie Abdullah ibn Umar berichtet, sagte, la tamna'u ima' Allah, masajid Allah. Ihr solltet den Frauen nicht verbieten, in den Moscheen zu gehen. Und ich will dir zeigen, wie die Sahaba, wenn die ein Wort gehört haben, wie sie es umgesetzt haben und wie sie die Worte des Propheten Muhammad sallam ganz nach oben getragen haben. Abdullah ibn Umar im Sterbebett. Sein Sohn kommt, Abdurrahman, sagt sein Vater, der Rasul sallallahu alaihi hat gesagt, ihr solltet euren Frauen nicht daran hindern, in die Moschee zu gehen. Sagt Abdurrahman, und eine Erzählung ist das Asim, aber eine von den Söhnen, sagt er, wir sollen ihnen erlauben, in die Moschee zu gehen. Was heißt das?
Das heißt, wo kommst du her? Aus der Moschee. Wo gehst du hin? Von der Moschee. Nein, das erlauben wir ihnen nicht. Dann hat der Vater einen Stein genommen, hat seinen Sohn geworfen. Beworfen und hat gesagt, Sohn, ich sag dir, der Prophet hat gesagt und du sagst mir, was dagegen? Verlass das Haus und ich will dich nicht mehr sehen. Achtest du, was ich sage? Du heute, wenn du hörst, Rasul Sallam hat gesagt, der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Familie. Nimmst du diese Worte und trägst du die ganz nach oben und sagst, ab heute fange ich damit an? Viele von uns sind engstirnig. Kein gutes Wort. Die Frau, er kommt nach Hause, sie hat gekocht, sie hat vielleicht 2, 3 Kinder. Weißt du, was das für eine Arbeit ist mit den Kindern? Und wir sind Muslime. Ja, Achi, wir sind Muslime. Wir sollten das beste Vorbild sein. Wallahi, la ilaha illahu. Du, derjenige, der Allah anbetet und nach der Sunna lebt, du solltest der beste Mensch sein auf dieser Erde. Das Zweite, wir sollten sie unterstützen. Unterstützen, nicht entmutigen. Rasul hat sich nur geärgert, wenn die Religion nicht praktiziert wurde, wenn die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala nicht umgesetzt worden sind. Das Dritte, was wir brauchen, Brüder und Schwestern, die guten Worte und der gute Umgang mit den Frauen. Rasul, seine Frauen haben manchmal Sachen gemacht, Wallahi, unser einer, Allahu a'lam, ob sie seine Frau blockt oder nicht. Und dieser Hadith ist berühmt. Als Rasul sallam zu Hause war und Aisha radiallahu anha das Essen, was Safiya geschickt hat, auf den Boden geworfen hat. Er steht, sallallahu alaihi wa sallam, sammelt die Scherben, guckt zu den Sahaba und sagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Aber wir haben nicht gehört, dass er, nachdem die Sahaba weggegangen sind, er sie geschlagen hat, beschimpft hat, gar nichts. Warum? Weil es Dunya ist. Sie ist eifersüchtig geworden. Du, derjenige, der auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala bist, du solltest wissen, dass du Verantwortung trägst für deine Familie. Und du solltest auch wissen, dass diese Verantwortung ist auch ein Teil, dass diese Leute ins Paradies kommen. Deine Frau, deine Kinder. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Wenn ich höre im Koran und lese, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, du besitzt wahrlich die besten Wesensarten, dann weißt du, warum Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so genannt hat. Achte darauf, dass er manchmal Sachen mit seinen Augen gesehen hat und er hat zu demjenigen nicht gesagt, warum hast du getan? Sulaik al-Ghatafani kennen wir alle, kam in die Moschee, anstatt 2 Rak'at zu beten, hat sich hingesetzt. Rasul sallam macht den Khutbah, sagte Rasul sallam zu ihm, nicht, warum hast du nicht gebetet? Achte darauf, hat ihm gesagt, du Sulaik, hast du 2 Rak'at gebetet? Allahu Akbar. Wie viel Weisheit da drin steckt, Bruder? Er sieht, dass er nicht gebetet hat. Aber er will ihn nicht angreifen. Er will ihn nicht beschämen vor den Leuten. Sulaik, hast du 2 Rak'at gebetet? Allahu Akbar. Wenn du zu Hause bist, versuch diese Methode anzuwenden. Ich sehe, dass sie es nicht getan hat. Und du darfst auch deine Frau mit schönen Namen nennen, warum nicht? Rasul sallam sagte zu Aisha, Ya Aish, Al-Humaira hat sie genannt. Und ich sage euch das. Und ich sage das nicht, weil ich träume oder weil ich irgendwas erzähle, wovon ich keine Ahnung habe. Ich sage dir, und deshalb rede ich zu den Männern, der Mann, der gut ist, der Mann, der nach Allahs Buch und die Sunna des Propheten Muhammad sallam lebt und versucht sich daran zu halten, wird die beste Ehe führen. Der wird die beste Ehe führen. He is the greatest man of all time. He came to teach the whole of mankind that we must worship only one Lord. Besides him there is no other God. Islam is what he came to teach. To every corner of the world.